Ursache des Herzinfarktes ist heute glücklicherweise sehr gut verstanden. Wir haben neben dem Alter und dem männlichen Geschlecht 4 Gründe, die man medikamentös beeinflussen kann. Das sind erhöhte LDL-Cholesterinwerte, das ist ein Diabetes, ein Bluthochdruck und der Nikotinabusus. Die Symptome eines Herzinfarktes können ganz unterschiedlich sein. Das ist von dem typischen Stechen auf der Brust, einem Druck auf der Brust, der über mehrere Stunden anhält, nicht wieder verschwindet, bis hin aber auch einfach zu Übelkeit oder Luftnot ohne diesen Druck und manchmal auch nur eine allgemeine Schwäche. Wichtig ist zu wissen, wenn ich ein Risikopatient bin, dann bei diesen Beschwerden nicht lange zu fackeln und über die 112 den Weg in eine Notaufnahme der nächstgelegenen Klinik zu suchen. In der Herzinfarktbehandlung hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Wir können die Verschlüsse der Herzkranzgefäße, die die Ursache des Herzinfarktes sind, heute per Katheter sehr zuverlässig und sehr sicher wieder öffnen. Dazu setzen wir sogenannte Stents ein. Diese Stents dienen aber nur der Stabilisierung des Gefäßes für die Abheilungsphase, die ungefähr 6 Monate dauert. Danach ist das Gefäß wieder hergestellt, so wie vorher. Und mit der entsprechenden medikamentösen Einstellung ist dann auch ein zweiter Infarkt häufig sehr gut zu verhindern.